Dann sollten wir mal los. Es ist Zeit, all das hier hinter uns zu lassen. Die Akademie für begabte Jugendliche. Schauen wir uns also noch ein letztes Mal hier um. Ein letztes Mal diesen Ort hier anschauen, bevor wir endlich rauskommen. Ja, wie gesagt, so grausam dieser Ort auch sein mag, ich werde ihn vermissen. Anders kann ich das wirklich nicht sagen. Aber gut. Es gibt natürlich auch noch ein geheimes Ending bei der Untergrundpassage. Ich habe mal versucht, für eine Stunde das durchzuspielen irgendwie, aber ich bin da wirklich nicht weit gekommen. Das ist wirklich ein Hardcore-Minispiel. Das haben wirklich nur sehr, sehr wenig Leute geschafft. Deswegen, falls ihr das euch anschauen wollt, dann schaut am besten auf YouTube nach. Wobei, am besten nach dem LP. Nicht, dass ihr irgendwie irgendwelche Spoiler seht. Einfach so als Tipp. So, dann gehen wir mal nach draußen. Es ist Zeit für das Finale. Wir sollten endlich entkommen. Darauf warten wir ja schon die ganze Zeit. Und dass es die Untergrundpassage sein wird, das ist fast schon etwas ironisch. Denn da wären wir damals ja auch fast entkommen. Naja, was heißt fast? Aber das war damals unsere erste Intuition, durch diesen Ort zu entkommen. Und da haben ja alle Kaede die Schuld gegeben. Naja, was heißt alle? Es war ja vor allem Kokichi, der das da angezettelt hat. Und seitdem hat sich einiges geändert und schon dort hätten wir merken können, dass Kokichi vielleicht ein Problem sein könnte. Nicht wahr, Kibo? Shuichi. Could it be? Well, of course. Er hat auf jeden Fall Angst davor, dass der Hammer auch gegen ihn eingesetzt werden könnte. I see. Wir sollten die Hämmer auf jeden Fall nicht verschwenden. Vor allem nicht, um Kibo damit umzubringen, denn wir brauchen den ja noch. Also den Hammer, nicht Kibo. Und da wären wir wieder. Hier unten. Schon sehr, sehr lange nicht mehr hier gewesen, aber so schließt sich der Kreis. Gut, dann sollten wir anfangen. Werden wir wirklich okay sein? Wovor sollten wir auch Angst haben? Natürlich wird es okay sein, oder? Du scheinst ebenfalls Angst zu haben, Himiko. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Natürlich ist es ein bisschen gefährlich, aber wir sind alle Ultimates, richtig? Wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir es schon schaffen. Diese Worte. Ja, wir können endlich Kaedes Wunsch erfüllen. Ja. So hat das hier damals alles angefangen. Ihr Wunsch war es, dass wir alle zusammen rauskommen. Nun, alle? Das ist nicht mehr möglich, aber die restlichen von uns. Ja, wir haben uns ein Versprechen gegeben. Unser Versprechen war es, zusammenzuarbeiten und hier rauszukommen und dann Freunde zu bleiben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dieses Versprechen zu halten. Ich feiere euch an! Du musst es ebenfalls machen. Gut. Wir sollten also unser Versprechen halten. Ich werde nicht aufgeben. Niemals. Gut, dann beenden wir dieses Spiel mal. Wir haben keine andere Wahl. Und wie setze ich jetzt diesen Hammer ein? Ah, auf X, okay. Ah, sehr interessant. Damit kann ich jetzt hier alles wegschlagen anscheinend. Wäre natürlich epic fail, wenn ich jetzt hier trotzdem sterbe, ne? Aber okay. Hier schön aufpassen, dann sollte es eigentlich kein großes Problem sein, denke ich mal. Habt ihr das gesehen? Warten wir mal hier ab. Achso, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Schalter war. Fallen wir mal noch. Oh, wobei, ich kann jetzt wahrscheinlich. Komm, beeilt euch, beeilt euch. Okay. Und hier auch noch. Oh. Alter, ist das knapp. Okay, können wir überhaupt sterben? Oder geht das gar nicht? Nee, wir können gar nicht sterben, glaube ich. Aber okay. Das ist doch ganz gut. So, bis hierhin bin ich gekommen, als ich das versucht habe. Aber das ist tatsächlich nicht das Ende. Da geht es auch deutlich weiter.
Zumindest beim Minispiel. Ich kann sie einsammeln oder so? Anscheinend nicht. So. Raus hier. Oder auch nicht. Ich wusste nicht, dass das hier eine Falle ist. Hä? Kann ich jetzt hier weiterlaufen? Anscheinend, okay. Versuch, also. Also ich kann doch sterben. Das hätte ich wissen sollen, aber okay. Immer hier schön diese Schalter aktivieren. Du, spring doch nicht so weit! Alter, was ist denn da los, Marky? Jetzt hier schön aufpassen. Oh, am besten immer den X-Knopf spammen. Oh. Okay. Also das hätten wir alles schaffen müssen ohne die Hämmer. Für das geheime Ending, nur damit ihr Bescheid wisst. So. Und glaubt mir, da kommt noch jede Menge weitere Schoße auf uns zu. Also das ist noch bei weitem noch nicht alles. So, Kaito lebt noch. Der Rest ist mittlerweile tot, anscheinend. Ah! Okay. Und weiter hier im Text. So, Kaito. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Wenn dir jemand die Entschlossenheit dafür hat, dann du. Was ist das hier? Ein Checkpoint? Kann ich sie irgendwie benutzen? Oder sind wir da? Wir haben es geschafft, okay. Wir sind am Ziel angekommen. Endlich haben wir es aus dem Tunnel rausgeschafft. Es war so lang, wir dachten, dass es gar kein Ende gäbe. Aber es gab tatsächlich eins. Und am Ende war dort... Wo sind wir jetzt hier? Ist das der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ja, scheint so. Schau mal dort. Oh, es ist eine Tür. Und auf der anderen Seite der Tür? Ja, das ist wahrscheinlich die Außenwelt. Wir haben es geschafft. Endlich können wir entkommen. Freu dich nicht so früh. Wir müssen erst herausfinden, ob das wirklich die Außenwelt ist. Du hast recht. Wir wissen noch gar nicht, wie die Außenwelt aussieht. Ha, es ist okay. Monokuma hat uns wahrscheinlich nur angelogen. Der Himmel über der Akademie war normal, also sind die Meteoriten wahrscheinlich weg. Alles dort draußen ist okay. Auf jeden Fall, wir sollten die Tür öffnen. Wir haben danach noch genug Zeit, um zu reden. Okay, das sieht genauso wie diese Barriere vor dem Exisal-Hangar aus. Wir werden nicht dort durchkommen, außer wenn wir die Barriere ausschalten. Wir sollten uns umschauen. Ja, ich meine, das Ding ist doch direkt links daneben, das Control-Panel, oder? Okay, was ist das hier eigentlich? Nichts? Ist hier vielleicht auch irgendwo Monokuma versteckt? Nee. Ist das nicht der richtige Zeitpunkt für solche Fragen? Okay, wir sollten dieses Spiel beenden. Ich weiß, ist schon ein ganz schön langes LP geworden, aber endlich kommen wir hier zum Ende. Der letzte Part dieses LPs. Das hier ist ein Control-Panel für diese Barriere. Wenn es so ist wie das bei dem Exisal-Hangar, dann sollten wir mit dem Code das Ding ausschalten können. Ein Passwort? Kennt irgendjemand das Passwort? Ha, wir brauchen das nicht. Wenn es elektronisch ist, dann müssen wir es einfach nur zerstören. Okay, dann versuchen wir es mal. Okay, dann zerstören wir es. Dann wird alles endlich vorüber sein. Dann können wir auf Wiedersehen sagen zu dieser Akademie und zu diesem Killing Game. Endlich wird das Killing Game beendet werden. Ja, und wir können endlich in unsere normalen Leben zurück. Normale Leben. Hinter dieser Tür ist unser normales, friedliches, langweiliges Leben. Wir werden endlich nach Hause gehen können, zurück zu unseren normalen Leben. Das Geheimnis der Außenwelt kann gar nicht so schlimm sein, oder? Wir sollten los. Es ist endlich Zeit, unseren Abschluss zu machen. Und damit nahm sich Kaito den Elektrohammer und schlug gegen dieses Control-Panel. Und damit wäre es geschafft. Yay, die Tür ist auf.
Jetzt müssen wir nur noch das Tor aufmachen. Los! Ja, wir können es schaffen. Endlich! Endlich können wir raus! Wir alle rannten zu der Tür. Und mit unseren eigenen Händen, mit unserer eigenen Stärke, öffneten wir diese Tür. Wir öffneten die Tür zu unserer Zukunft. Eine Zukunft voller Hoffnung und Verzweiflung.